Ganz herzlich willkommen zum Sportpanorama, zu einer Sonderausgabe vom Sportpanorama. Und der Grund ist sehr, sehr klar. Wir feiern die Jubiläum zusammen mit dem RTC Seedorf. Wir gratulieren ganz herzlich zum 40-Jahr-Jubiläum. Happy Birthday! Wir feiern 40 Jahre RTC Seedorf. Aber wie hat eigentlich alles angefangen? Tennis gespielt haben die Turner schon viel, viel früher. Für das haben sie aber alle im Winter auf Cham müssen. Und das war nicht ganz ungefährlich. Der Pepi Ott, der Rudi Windholz und Renato Lucchi haben sich alle beim Fritz Grünig in VW reingequetscht. Und weil die Bremse zugefroren war, haben wir halt mit der Handbremse müssen bremsen. Irgendwann wollten wir das nicht mehr. Und die Idee kam von einer eigenen Halle. Zuerst haben wir überlegt, Seedorf einen Ballon anzustellen. Wegen dem Föhn haben wir sich aber dagegen entschieden. Wir gefunden, wir bauen eine Halle. Durch die treibenden Kräfte Fritz Bilger und Willi Hauser ist dann am 21. April 1978 Gründungs-GV vom RTC Seedorf ins Leben gerufen worden. Nur 2 Monate hat man gebraucht, um die ganze Tennisanlage im heimischen Seedorf aufzubauen. Rekordzeit. Die offizielle Einweihung hat man am 22. Juni 1979 gefeiert. Mit den ersten Clubmitgliedern und offiziellen Vertretern der Gemeinde Seedorf. Ein göttlicher Klang vom Kirchenchor und Segnung vom Pfarrer haben nicht fehlen. Als Highlight und wie sich für die Weg von einem neuen Tennisclub gehört, ist ein Exhibition-Match zwischen dem Serge Gramegna und dem Peter Anton Biner auf dem Programm gestanden. Hier sind sie zu sehen mit dem Ex-Ski-Rennfahrer Waldi Tresch. Der allererste Vorstand vom RTC Seedorf hat sich zusammengesetzt aus dem Präsident Willi Hauser, dem Spielleiter Werni Imhof, hier Heidi Rulleben als Präsidentin der Betriebskommission, dem Aktuar Alex Schmid, dem Fritz Grünig Beisitzer, dem Fritz Bilger Kassier und Vizepräsident und dem Renato Lucchi, Junioren-Obmann. Die ersten Clubmeisterschaften haben nicht lange auf sich warten. Im Sommer 1979 sind die ersten Champions gekürt worden. Im Finale der verschiedensten Kategorien waren unter anderem ein Charlie Lusser, ein Hans-Rudi Vomat, ein Christoph Bilger, ein Stefan Arnold und sein Bruder Hans-Peter. Das Frauenfinale, die spätere Siegerin Christel Lebnötter mit Irene Hauser. Und im Herrenfinale gestanden der Renato Lucchi, der sich gegen Fritz Grünig durchgesetzt hat. Da sieht man die beiden auf den Platz laufen und man beachtet die sexy Hösli von da zumal. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein.
Die Mitglieder vom RTC Seedorf haben sich aber nicht nur gegenseitig Pfilzbälle um die Ohren gehauen, sondern sie haben euch zusammen angestoßen, getanzt und gefestet. Dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Heute Nacht feiern wir. Hier beispielsweise beim Fasnachtsturnier. Fragen nicht nach Zeit und Geld, weil es dir und auch mir so gefällt. Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt voll Sonnenschein. So gut wie wir uns heute verstehen, so soll es weitergehen. Ein bisschen Spaß muss sein, dann kommt das Glück von ganz allein. Drum singen wir Tag aus und Tag ein. Ein bisschen Spaß muss sein. Oder zusammen mit dem Tennisclub Rodiau aus Freiburg im Breisgau. Abwechslungsweise sind die Deutschen auf Seedorf und Seedorfner auf Deutschland gereist. Und Renz Strulewen hat seine Gesangskünste zum Besten gegeben. Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn der Frühling kommt, dann pflück ich dir Tulpen aus Amsterdam. Und auch wenn ein bisschen bräver und ohne Zigarrenqualm im Clubhaus, hat der RTC Seedorf das Feiern bis heute nicht verlernt. Der Zusammenhalt der Clubmitglieder vom RTC Seedorf war aber schon immer nicht nur beim Zusammenfesten gross gewesen. Auch im Juli 2007, wo die Hallensanierung angestanden ist. 2,5 Wochen lang haben Dutzende Helfer den Schläger auf die Seite gelegt und Gerüst, Dichtungsmaterial und Platten in die Hände genommen. Man hat neue Scheiben montiert und das Dach frisch isoliert. Das Bild mit den Handabdrücken der Helfer in der Halle erinnert noch heute daran. Zweimal im Jahr mit anpacken, hat man seit Anfang an auch bei den Putztagen im Frühling und Herbst. Niemand ist zu jung und niemand zahlt, um mit krampfen.
Belohnt worden ist man allerdings mit einem feinen Essen beim Hauger Stiff. Und alle Präsidenten sind sich nicht schade gewesen, um mithelfen. Von denen hat es bis jetzt in der 40-jährigen Geschichte vom RTC Seedorf übrigens erst 5 gegeben. Der Willi Hauser, der Fritz Bilger, der Fritz Grünig, der Peter Vollenweider und der Marco Muheim. Präsidenten und Clubmitglieder immer so fleissig mitgeholfen haben, die Anlage zu pflegen, zeigt, wie gerne wir die Anlage haben. Vor allem auf die Halle sind wir vom RTC Seedorf sehr stolz. Und wegen dem schnellen Boden wird noch Menge sein Match lieber drinnen als draussen spielen. Das ist nicht nur heute so, es war schon früher so gewesen. Und der Werner Imhof und der Beat Zwissig haben genau gewusst, wie sie es machen müssen. An der Kantonalmeisterschaft sind die beiden Urner im Halbfinale auf Einsiedler getroffen. Ein wunderbarer Sommertag war es, zum Bedauern von Werni Imhof und dem Beat Zwissig. Die beiden Urner sind am Morgen früh auf die Aussenplätze und haben die so eingewässert, dass wir das Halbfinale drinnen spielen mussten. Auch den verwunderten Einsiedler haben wir gesagt, es habe einen extremen Platzregen gegeben. Die Halbfinale sind also in der Halle ausgetragen worden und voilà. Die Turner haben ihr jeweilige Halbfinale überraschend gewonnen. Dass der RTC Seedorf so schlaue Füchsli im Club hat, kommt sicher nicht von ungefähr. Schliesslich haben wir auch schon gleich nach der Gründung vom RTC Seedorf mit Kindertennis angefangen und die Kleinen geformt. Sigo in aquel momento se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo. Bekanntlich lernt man ja nie aus und darum gehen jedes Jahr auch die etwas älteren Semester mit ins Trainingslager. Und zwar auf Naturns, als Vorbereitung auf Interclub. Es hat dort schon mindestens so viele Lachtränen wie Schweissperlen gegeben.
Und man hört immer wieder Geschichten über die Trainingstage, die Reto Dubacher und Helga Steff ins Leben gerufen haben. Aber auch wenn wir nicht ins Detail gehen, dann fragen die Beteiligten am besten selber. Und wo man sein Team so lustig hat und das gleiche Ziel verfolgt, kann man neu Erfolg verbuchen. Im Interclub zum Beispiel. Früher wie Schweißtropfen, die ein oder andere Tränen nach einer Niederlage, aber noch viel mehr Jubelschrei. Das ist der RTC Seedorf. Danke, dass er durch euch, liebe Mitglieder, so ist, wie er heute ist, auf die nächsten 40 Jahre. Und wie so üblich bei Geburtstagsfesten gehören natürlich auch Geschenke dazu. Wir haben ein Geschenk und für das schalten wir direkt zum Rafael Nadal. Hallo, hier ist Rafael Nadal. Ich gratuliere euch zum 40-Jahr-Jubiläum und danke euch für Jan Jauch. Er wird mich dereinst ablösen. It's true that 10 is a beautiful number. Er ist eine tolle Nummer. Aus dem Studio dort in Zürich wünschen wir euch jetzt ganz ein schönes Jubiläum. Das ganze Sportpanorama-Team wünscht euch eine tolle Party, einen schönen Abend. Geniesst es. Dijeron que te estás casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Desde tu